Was meinte Red, als er sagte, er hätte Dinge, die erledigt werden müssen auf dieser Insel? Jetzt, wo du es erwähnst, das hat er wirklich gesagt. Wir haben ihn die ganze Zeit verfolgt, aber wenn wir seine Motive kennen würden, könnten wir ihm zuvorkommen. Früchte. Pato? Mein Boss ist hinter einer Teufelsfrucht her. Mehr weiß ich nicht. Selbst dafür sind wir dankbar, aber darfst du uns das denn sagen? Wenn ihr mir glaubt, dass ich wirklich einer von euch werden will, lasst ihr mich irgendwann mitmachen, oder? Ich dachte, Ruffy überlegt es sich vielleicht anders, wenn ich mich als nützlich erweise. Wir wissen aber nicht, wo wir nach dieser Frucht suchen sollen, hinter der er her ist. Warum lassen wir sie ihm nicht einfach und warten ab, wo das hinführt? Du willst bloß gegen ihn kämpfen, wenn er stärker ist. Wenn wir davon ausgehen, dass er als einziger von dieser Frucht weiß, wäre es vielleicht am besten, ihn weiter zu verfolgen. So machen wir es. Wir verfolgen ihn. So, das ist doch meine Kriegserklärung. Reden wir mal mit Yadoya. Dein Zimmer ist fertig. Es steht dir jederzeit zur Verfügung. Okay, danke. Mal schauen, kann ich irgendwie was Neues erweitern? Habe ich mit in der Zwischenzeit irgendwie was Neues gefangen, was Nützliches? Nein, hier fehlt mir immer noch ein Eisenklumpen. Killefisch fehlt mir hier. Weiche Erde. Smiley-Qualle. Interessant. Hier kann ich doch was. Level der Poetin verbessern. Okay, mach ich durch. So, hier fehlt mir immer noch diese zwei Bambusse. Rostiger Schrott, 5 noch. Okay, ich glaube, in dieser Episode werde ich ein bisschen, sag schon, nach unseren Vorräten farmen. Rostiger Schrott, 5 Stück. Bambus, 2. Wo ich die Smiley-Qualle herkriege, weiß ich nicht. Wo ich weiche Erde herkriege, weiß ich auch nicht. Aber den Killifisch, wo ich den herbekomme, das weiß ich. Eisenklumpen weiß ich, glaube auch. Hier habe ich keinen Dunst. Das weiß ich ehrlich gesagt auch gerade nicht. Aus dem Kopf zumindest nicht. Gut, also 5 Eisenschrottdinger, 2 Bambusdinger und wie viel? 3 Killingfisch war das, ne? Ne, 2 brauche ich davon. Ach ja, und ein Eisenklumpen. Okay, ehe ich es vergesse, Eisenklumpen, Bambus, Killingfisch. Sollte ich hinkriegen? Gucken wir erstmal, haben wir irgendwelche Ausrufezeichen neu? Nein. Alles klar. Ich habe gerade gesehen, hier ist doch auch ein Angelplatz. Mal schauen, was ich da für Fische kriege. Wo waren das? Ah, hier gleich in der Nähe. Da. Gucken wir mal, was sich hier so alles fangen lässt. Auswerfen! Angebissen, alles klar. Okay, hier scheint etwas ganz Kleines zu sein. Und schon gefangen. Ja, hier kann ich auch die Killifische holen. Sehr gut. Kombo-Chance? Nein, nein, nein. Am Ende verliere ich den noch. Einfach wieder auswerfen. Gut, dann weiß ich ja schon mal, dass ich hier diese Killifische kriege. Oh, hier scheint etwas Größeres zu sein. Was ich wahrscheinlich nicht kriege. Dafür ist wohl meine Angel noch zu schlecht. Aber da hat etwas Größeres angebissen. Nichtsdestotrotz, ich gebe nicht auf. Ich will dieses verdammte Killingfisch haben. So, das sieht ganz danach aus, dass wir den jetzt wieder einfangen. Oh, nee, doch nicht. Eine Gastropode. Na gut. Kombo-Chance. Ja, doch, ich versuch's mal. Oh, kein Bonus. Mm-mm.
Verliere ich halt jetzt beide. Ist mir egal. Jupp, das schaffe ich nie im Leben. Da war wieder etwas Größeres an der Angel. Egal, ich will diesen Killingfisch haben. Zwei Stück waren das, ne? Hey, hat derselbe gerade wieder angebissen? Weil die Fischleistenenergie war geringer. Ein Panda-Hai! Geil! Nein, 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 nein. Voll geil! Hätte ich nicht erwartet, dass ich jetzt plötzlich denselben Fisch irgendwie, der schon angeschwächt war, wieder an der Leine habe. Upsala. Verdrückt. Jetzt habe ich schon wieder etwas Größeres an der Angel. Den kriege ich doch schon wieder nicht. Upsala. Er ist entkommen. Egal, wieder auswerfen. Ich will diesen gottverdammten Killingfisch kriegen. Ah, derselbe Fisch, der eben gerade auch angebissen hatte. Seine Energie hat wieder sich regeneriert. Upsala. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich mich des Öfteren unterdrückt. Er ist entkommen. Nein, da hat mir eine Sache gefehlt. Scheiße. Warte, bis einer am Ende ist. Das ist schon wieder dasselbe. Das erkennt man an dem Muster, dass sich diese Leiste nicht ganz aufgefüllt hat. Mit anderen Worten, dass sich kein neuer Fisch angebissen hat. Zack, gefangen. Ja, wir haben wieder diesen Panda-Hai. Okay, Kombo-Chance. Nein. Komm schon, ich will diesen Killingfisch. Ist das einer? Der scheint nämlich ziemlich schwach zu sein. Nee. Eine Smiley-Qualle. Ach, hier kriege ich die Smiley-Qualle her. Ja, wunderbar. Gut, dass ich hier ein bisschen angle. Dann kriege ich doch glatt ein paar andere Sachen, die ich gut gebrauchen kann. Auswerfen. Trotzdem, es fehlt mir mindestens noch eine von diesen Killingfische. Ein oder zwei. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie viele mir fehlen. Hm. Och, come on. Ja, 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 ja. Nein, ich will keine Kombo-Chance machen. Weil sonst habe ich wieder etwas Größeres an der Leine. Zumindest befürchte ich das. Und wieder eine Qualle. Ja, okay, schön und gut. Freue ich mich ehrlich gesagt sogar auch. Bisschen drüber. Aber ich brauche diesen verdammten Killingfisch. Killingfisch. Komm schon. Na, also, geht doch. Nein, ich will keine Kombo-Chance. Dankeschön. So, das dürfte erstmal reichen. Ich glaube, das, upsala, das dürfte reichen sogar schon. Gucken wir mal gleich. Erweitern. Nein. Was war das mit der Eisenklumpengeschichte? Ein Killfisch fehlt mir noch. Einer. Okay. Und ein Smiley-Qualle. Gut. Hätten wir das auch erledigt. Das uns müssen wir halt noch weiter angeln. Aber egal, jetzt wissen wir es. Von jeweils den beiden fehlt mir noch eins. Und das kann ich an derselben Stelle angeln. Wunderbar. Also heißt es wieder angeln. Warte mal kurz. Darf ich? Upsala. Da will ich mal kurz hoch. Ach, komm schon. Warum wird mir das angezeigt? Aber dann kann ich dann doch nicht. Ach! Nicht bewegen.
Ach so, okay. Okay. Hat sich erledigt. Komm, bevor ich da noch irgendwie unnötig meine Zeit verschwende, heißt es wieder, diese zwei Fische zu fangen. Das ist aber wieder etwas Größeres an der Angel. Wieder ein Panda-Hai? Upsala. Ja, ist mir ehrlich gesagt egal, dass er abgehauen ist. Und wehe, er beißt wieder an. Ich will... Ja, okay, das ist wieder derselbe. Ich will diesen Fisch nicht. Ich will einen Killingfisch und eine Qualle. Ja, jetzt habe ich einen Panda-Hai. Was passiert eigentlich, wenn ich die Kombo-Chance jetzt mache? Kommt da jetzt noch ein größer? Nee, irgendwas ganz Kleines. Ach. Kombo-Chance. Weißt du was? Doch, mache ich. Das sind zwei Fische, die ich jetzt gerade in diesem Moment nicht brauche. Von daher. Warte, bis das eine Arm ist. So, angebissen. Ja, noch langsamer. Bis dann ist der Fisch weg. Ist ja nicht schlimm. Oh, das sieht nach... Ja, ein Killfisch. Jetzt habe ich den endlich. Kombo-Chance, nein. Jetzt brauche ich nur noch eine von den Smiley-Quallen. Komm schon, gib mir eine Qualle. Ich will eine Qualle. Komm schon, ich will eine Qualle. Nee, das scheint wieder ein Fisch zu sein, der vorhin entkommen sein ist. Was richtig? Egal. Junge. Und ich denke, diesen Fisch haben wir jetzt gefangen. Hoffentlich. Eine Schatzperlenmuschel. Interessant. Nein, keine Kombo-Chance. Das war was Neues. Die wollen wir ja nicht loswerden. Aber jetzt will ich eine Qualle. Sieht gut aus. Nein! Kombo-Chance. Ja, machen wir hier. Na, komm. Das sieht ganz danach aus, ob das diese Muschel wieder wäre. Das ist die Muschel hundertprozentig. Ja, sollen sie mir ruhig entkommen. Aber jetzt gib mir eine Qualle. Vorhin habe ich zwei hintereinander gefischt. Och Mann. Immer wenn man das eine haben will, kommt es dann nicht mehr. Na also, geht doch. Nein, 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 nein. Ich habe alles, was ich brauche. Vielen Dank. Endlich. Da hat mir das Angeln in den Vorgängerteilen doch besser gefallen, weil da konntest du per Entfernung schätzen. Upsala. Je nachdem, wie weit man die Angel geworfen hat, könntest du gut einschätzen, welcher Fisch dann auftauchen wird. Und hier ist das irgendwie mehr oder weniger den Zufall überlassen, so kommt mir das vor. Naja, was soll's. Wir haben jetzt das Notwendige. Ja. Gemischwarenladen erweitert. Jetzt sind mehr Items erhältlich. Dann fehlt mir
Hier ein Abenteuerfisch. Okay, woher ich den kriege, weiß ich nicht. So. Museum erweitert. Jetzt können mehr Items ausgestellt werden. Gut. Dann konzentriere ich mich jetzt auf rostiger Schrott, Bambus und Eisenklumpen war das, ne? Ein von denen, fünf von denen und zwei von denen. Alles klar. Woher ich die kriege, ganz einfach, aber vorher gucke ich bei der Fabrik nach. Vielleicht kann ich mir sogar die gewissen Sachen schon erkaufen. Dann muss ich nicht so elendig hin und her laufen. Das spart uns eine Menge Zeit. Mal schauen, entwickeln. Okay, und dann entwickeln habe ich nichts. Hier, rostiger Schrott. Kann ich wirklich welche kaufen? Geil. Nehme ich gleich. Aber Bambus kann ich nicht holen und... Und... was war das andere? Sag schon. Diesen Eisenklumpen. Ich könnte jetzt auch natürlich in den anderen Läden nachschauen. Mache ich vielleicht später. Aber ich hole mir jetzt erstmal zwei von den Bambus-Dingern. Dafür muss ich nach Enis Lobby. Justizturm. Und nein, Team bearbeiten. Ich brauche auf jeden Fall Zorro. So, dann können wir ja nebenbei, wenn wir schon so sind, Lissop leveln. Und Sanji ist noch auf Level 4. Dann nehmen wir den auch noch mit. So. Hauptsache, wir haben Zorro dabei, denn wir brauchen seine Schwertkünste, um die Bambusteile zu zerschneiden. So, Enis Lobby. Und los geht's. Junge. Na, wo ist er? Steh auf. Diamantstück, interessant. Kann ich das kaputt hauen? Nein, schade. Und hier in diesem schönen tropischen Garten finden wir Bambusdinger. Da, kaputt schneidend. Bambus, Nummer 1. Nummer 2. Und wenn mich hier schon ein paar Gegner treffen... Wollen wir auch hier ein bisschen Item farmen für den Fall der Fälle, dass sie uns auch was hinterlassen. Oha. Komm schon, im Flug will ich... Geht doch, diesen Break machen. Denn im Break erhöht sich die Chance, dass die Gegner Items fallen lassen. So, was haben wir? Kanonenkugel, Kohl, Kanonenkugel, Kohl. Das wäre auch erledigt. Bitteres Gras. Erstaunliches Kraut. Aha. So, hier haben wir noch was. Biegsamer Bambus. Oh, interessant. Aha. Lissop hat das dieses Gebietsaktion eines an. Achso. Okay. Insekt! Ah, ist das geil. Okay, fangen! Gefangen! Was haben wir denn uns Schönes gefangen? Da hat man zwar einen Hirschkäfer gesehen, aber... Es kann ja auch immer was anderes sein. Atlaskäfer! Okay. Sehr interessant.
Da haben wir noch einen Frosch, den fangen wir auch gleich, wenn wir schon hier sind. Upsala, da habe ich mich verdrückt gehabt. Ich verwechsel Y mit X manchmal. Oh, kein Bonus, na gut. Und ein Laubfrosch. Nein. Zorro. Okay, ich komme zu diesem Bambus-Ding nicht ran. Okay, dann hat sich das geklärt. Gut, dann haben wir erstmal hier alles. Die notwendigen Bambusteile, die wir haben wollten, haben wir hier jetzt nun bekommen. Dann können wir jetzt auch wieder nach Hause gehen. Ist die Frage, wo? Hier sind insgesamt 4 Türe. 3 davon kenne ich. Aber das vierten? Nummer 1 ist hier. So, da hinterlassen mir die Kisten nichts. Super. Nächstes Gebiet. Upsala. Nur so aus Neugierde, wo komme ich da hin? Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Kann das sein? Ah, man lernt ja nie aus. Wunderbar. Ein Schmetterling. Nein, komm her. Und gefangen. Schwalbenschwanz. Alles klar. Schießpulver. Haha. Und da ist endlich dieses Ding, was wir nutzen können, um nach Hause zu fahren. Aber... hier ist ja noch ein Angelplatz. Nur aus Neugierde, um zu wissen, was ich hier so alles fangen kann. Uah, verdammt. Junge. Was sind das für Fische hier? Junge. Ich weiß, das geht mir doch ein bisschen zu schnell. Da ist auf jeden Fall was Großes. Ich versuche es noch einmal. Wenn es diesmal nicht klappt, dann vergesse ich. Dann muss ich erstmal meine Angel verbessern, bevor ich hier etwas Wertvolles fangen kann. Verdammt, da habe ich gerade versäumt, das zu drücken. Krasser Scheiß. Gut, hier sind auf jeden Fall größere Objekte, die ich fangen kann. Aber was war zurück zur Stadt? Wir haben soweit erstmal alles, was wir hier aufsammeln wollten, geholt. Und im nächsten Gebiet erwartet uns... was sollten diesen Eisenklumpen sollten wir holen? Ein insgesamt. Ich bin der Meinung, den kriegt man in Alabasta, wenn man einen ganz bestimmten Gegner besiegt. Von daher nichts für hin schon mal. Alabasta! Oh, das ist ja eigentlich vollkommen egal. Team bearbeiten. Hier behalte ich auch Zorro, weil es da ein paar Stellen gab, wo ich sag schon Stein konnte. Dann gab es eine Stelle, wo ich graben konnte. Da gehe ich auch mal hin. Deswegen nehme ich dann auch Chopper mit.
Und da gab es eine Stelle, wo ich rein theoretisch die Vermutung hatte, dass man da mit Brooke rüberlaufen konnte. Aber da gab es auch ein Steinfundament, aber Robin hat ja dieses Lesen noch nicht gelernt. Schwierig, schwierig. Und Nami wäre auch sinnvoll mitzunehmen, weil sie ja stehlen kann. Aber nein, ich nehme hier in diesem Fall Brooke mit. Denn ich muss nicht unbedingt stehen, um von den Gegnern Items zu bekommen. Und die Tatsache, um zu gucken, ob ich wirklich mit Brooke zu dieser einer Schatztruhe hingelange, möchte ich herausfinden, ob das wirklich geht. Als allererstes gucken wir uns ein bisschen die Umgebung an mit der in der Stadt. Und schon ein paar Freunde sind aufgekreuzt. Wunderbar. Hoffentlich lassen sie ein paar der gewünschten Items. Alter, brech doch nicht meine Combo ab. Wie soll ich sonst in diesen Break-Modus kommen? Geht doch. Toll! Dann konnte ich den Break-Modus gerade überhaupt nicht ausnutzen, weil alle auf dem Boden lagen. Rostiger Schrott habe ich bekommen. Nee, das ist das falsche Item. Die Kokosnüsse, die auf dem Baum hängen, kann ich ignorieren. Und da kann ich schneiden! Siehst du? Gut, dass ich hergekommen bin. Reines Eisen und Stahl. Oh, so kriege ich also auch noch Items. Wunderbar. Wort gefunden. Du musst unbedingt überleben. Gucke ich mir nachher mal an, was das bringt. Ah, wieder kleinere Fische. Wohin muss ich? Da oben ist nichts, ne? Aber zur Sicherheit gucke ich mal nach. Man weiß ja nie. Dreimal Holzblock. Schießpulver, das ist auch nicht das richtige Item. Vielleicht verwechsel ich auch gerade, sag schon, die Gegner, dass ich hier diesen Eisenklumpen gar nicht hierher kriege. Aber ich gebe nicht auf. Schließlich haben wir das Abenteuer hier gerade erst begonnen. Holzblock, nicht das gewünschte Item. Okay, hier war schon mal normales Mehl. Nee. Auch das Item suchen wir nicht. Wow. Alter. Kann ich eigentlich irgendwas machen? Ich kann eine Wand kaputt hauen, auf jeden Fall. Ist das geil. Ziegelstück? Ja, man nennt nie aus, ne? Erhalten! Reines Eisen und Stahl. Holzblock. Ziegelstück. Jetzt haben wir hier so uns einen Weg freigekämpft. Auch nicht schlecht. Ah, hier sind wir. Das ist ja schwer interessant. Das erinnert mich an den Folgen, wo Sanji in Alabasta immer diese Mauer kaputt gemacht hat, um sich den Weg etwas abzukürzen. Herrlich.
So, hoffentlich habe ich jetzt bessere Chancen mit dem Break. Rostiger Schrott ist auch nicht das. Schon wieder rostiger Schrott ist immer noch nicht das. Und Eisenklumpen, wunderbar. Und ich bin der Meinung, ich brauchte auch nur ein einziges, ne? Dann habe ich ja mein Ziel theoretisch schon erfüllt. Trotzdem, hier gibt es bestimmt noch ein paar Sachen, die ich entdecken kann. Von daher gehe ich noch nicht zurück. Erhalten Silberjuwel. Okay, warum nicht? Da oben habe ich ja gegen Crocodile gekämpft, ne? Gucken wir mal, ob wir da vielleicht noch was finden. Auf jeden Fall ein paar Gegner. Machen wir es mal ein bisschen verschnellert. Beschleunigen wir das Ganze mit einem Verbindungsangriff. Was ist das jetzt hier? Einfach nur Deko oder was? Schade. Dabei zeigt mir hier das irgendwie so an, ob das so ein Portal wäre. Hm. Sonst ist der Rest hier einfach nur Deko, ne? Naja, okay. Oder kann ich vielleicht noch in dem Palast irgendwie was kaputt machen? Damit ich da den Weg irgendwie freiräume. Nee. Na gut. Hätte ja sein können, ist aber nicht der Fall. Dann können wir ja die Stadt Alabaster verlassen. Ich bin der Meinung, hier habe ich erstmal alles... habe ich schon alles untersucht. Das wäre der längere Weg. Den brauche ich ja nicht zu nehmen. Aber hier ist eine Kiste. Normales Mehl. Gucken. Da lang. Doch nicht da lang. Passt ja gut, dass ich gerade Zorro spiele. Ich falle auf mich. Allerdings geht das schneller, wenn ich runterspringe. Gut. Jetzt muss ich nur die Stellen suchen, wo das nochmal war. Mit dem, für Brook und Chopper. Das mit Brook war, glaube ich, hier in der Nähe sogar schon, ne? Kann das sein? Schade. Ah, ne, der hat doch ein Item hinterlassen. Okay. Nehme ich dankend an. So, ein bisschen SP füllen. Immer gut. Komm, Fu-Robben! Hoffentlich hinterlassen die auch irgendwas, was ich gut gebrauchen könnte. Ach ja, Kokosnüsse. Nee, die brauche ich nicht.
Zack. Wenn wir schon hier sind, können wir auch den Schmetterling fangen. Schadet ja nicht. Ah, verdammt. Ah, egal, trotzdem. Easy going gefangen. Piratenschmetterling. So, hier war das mit Brook. Glaube ich. Du kennst diese Gebietsaktion noch nicht. Ah, verdammt. Aber wir wissen jetzt, das ist die Stelle, die ich gemeint habe. So, Chopper, du darfst jetzt ein bisschen rumlaufen. Denn die nächste Stelle, die wir untersuchen, ist für dich gedacht. Von daher. Zack, SP füllen. Nee, ich habe keinen Bock jetzt zu kämpfen. Ich will graben. Ja, das war noch ein weiter hinten. Ach, Mensch. Warte mal. Mittlerweile ist ja unsere Angel besser. Das letzte Mal habe ich es ja nicht geschafft, hier einen Fisch zu fangen. Wenn ich mich richtig erinnere. Und selbst wenn, probieren wir es einmal aus. Schaden tut es ja nicht. Ach, die Dinger. Na gut, probieren wir nochmal eine Kombo-Chance. Na? Oh, ist das jetzt eine Muschel wieder? Sieht irgendwie verdächtig danach aus. Ja, das ist diese komische Muschel. Er ist entkommen. Ist nicht schlimm. Die wollen wir eh nicht haben. Zumindest jetzt nicht. Hey, meine Kung-Fu-Robben, was geht? Ich brauche aber keine Kokosnüsse von euch. Von daher graben! Erhalten klebriger Ton. Ah, interessant. Aber war es das schon? Naja, das war es anscheinend schon. Wollen wir nochmal dieses Ding fangen? Oh, da habe ich gerade null Reaktion gehabt. Gefangen. Von der Sorte kriegen wir sogar noch einen Bonus. Die Schaukelechse und ein Ziegelstück haben wir bekommen. Ach, okay, warum nicht? Nehme ich. Upsala. Dann können wir jetzt die Stadt auch verlassen. Und gehen zurück zu unserer schönen... Upsala. Schöne, sag schon. Gasthaus, um die Stadt ein wenig zu erweitern. Warte mal, da ist eine größere Kung-Fu-Robbe. Ich glaube, diesen Kampf bestreite ich doch nochmal. Ja, das ist ziemlich gut. Knochen. Habe ich echt nur Kokosnüsse gekriegt? Okay. Schade, ich dachte, dass der eine mir was Besseres gibt. War aber anscheinend nicht der Fall. Nee, die ignoriere ich. Warte mal, laufe ich richtig? Ja, doch.
Aber dass es hier nicht sowas wie Sprinten gibt. In den Vorgängen konnte ich doch auch sprinten. Es hat zwar meine SB-Anzeige, upsala, minimiert, aber was soll's. So, zur Stadt zurück. Salat, dass ich immer Y drücke statt X. Hier irgendwo war doch das Gasthof, oder nicht? Ja doch, hier. Haha. Erweitern! Hoffentlich reicht das. Verdammt, hier fehlt mir starker Blumennektar. Zwei Stück, wo ich aber die herkomme, bekomme, weiß ich nicht. Guck mal weiter. So, Fabrikforschung unterstützen. Oh, hier fehlt uns Asche, Holzkohle und besseres Schießpulver. Okay, das weiß ich nicht. Ja, okay, Abenteuerfisch weiß ich immer noch nicht, wo ich den herkriege. Hier fehlt mir weiche Erde, weiß ich auch noch nicht. Den Buchladen. Und den Nachtclub können wir auch noch machen. Wunderbar. Da haben wir schön unsere Stadt ein wenig erweitert. Wunderbar, wunderbar. Dann denke ich mal... Mal kurz mit dir reden. Die Stadtbewohner haben dich gebeten, verschiedene Einrichtungen zu bauen. Und ich würde deren Anfragen gerne unterstützen. Allein die Bequemlichkeit, die sie bieten, würde sich auch für dich lohnen. Wir alle zählen auf dich. Ja, okay, wir wissen es ja. Gut, wir ruhen uns mal ein bisschen aus, speichern. Wunderbar. Ah, noch eine zweite Apotheke sollen wir also bauen. Ach so, ach so. Na gut, upsala. Bevor wir dann mit der nächsten Episode anfangen... Will ich mal diese... Ah ja, hier gibt es ja übrigens noch diese Questliste, die wir machen könnten. Aber das mit der Quest sparen wir uns noch auf. Hoffentlich wird das kein Fehler sein. Dass wir uns die aufsparen. Aber erstmal hier diese Rubbelkarten. Die müssen doch irgendwie was zu bedeuten haben, oder nicht? Machen wir die. Wie gesagt, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was es sich mit diesen Rubbelkarten auf sich hat. Keine Ahnung. Aber anscheinend, wenn ich das fertig habe, kriege ich eine goldene Frucht. Nur wie kriege ich die? Egal. Ich habe jetzt eine Quest gekauft. Das? Ich habe plötzlich plus Angriff bekommen. Warum auch immer. Kann ich eigentlich hier wieder was Schönes kochen? Machen wir einfach. Ja, ist die Frage, wen geben wir das? Ja, yeah, Lissop, du siehst so mager aus. Nehmen wir für dich. Ansonsten kann ich noch ein leckeres Omelette holen. Nehmen wir für Ruffy, weil er plus 3 kriegt und wenn er danach nur noch einen einzigen kriegt. Ne, nur noch 3. Okay, das ist anscheinend die Grenze. Weiter kann das nicht sinken. Weil ja auch in den Vorgängerteilen, je öfter ein Charakter die Mahlzeit ist, desto weniger bringt es einem. Von daher, ich denke mal, mit dem Omelette haben wir für Ruffy erstmal das Maximum erreicht. Gut. Upsala. Aber wenn wir schon hier sind, können wir hier kurz mal die eine Dame anquatschen. Ah, okay. Stimmt ja, die kann ja diese Wörter verstärken.
aber das lassen wir auch sein erstmal. Aber gut, dass sie sagt, dann kann ich ja hier Wörter wieder neu equipen. Ruffy hat nur dieses eine. Zorro! Du kannst sogar das andere mit ausrüsten. Wunderbar. Nami hat jetzt auch etwas wieder erlangt. Sehr schön. Ausgezeichnet. Sehr gut. Dann Transformation. Schade. Dann haben wir erstmal alles. Was das angeht, dann Item-Wörter einrichten. Gibt's doch bestimmt noch irgendwie was, ne? Nein, für ihn nicht. Für ihn auch nicht. Nenn mich Zauberin. Okay, nehmen wir. Oh, Sanji hat immer noch nichts. Schade. Robin hat auch noch nichts. Aber Brooke hat endlich mal was. Sehr gut. Okay, dann können wir es erstmal so belassen und wir gehen auf ein neues Abenteuer. Attacke! Ins Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Mal schauen, welche Welt uns erwartet. Und es ist jetzt die Frage, wen nehme ich mit? Ruffy, Level 10, den können wir ja erstmal in der Ersatzbank lassen. Wir nehmen auf jeden Fall Lissop mit, der ist Level 2, der muss ein bisschen hoch trainiert werden. Genauso wie Sanji, er ist mit Level 5, na, da sollten wir doch ein bisschen leveln. Und zur Sicherheit sollten wir einen starken auch dabei haben, von daher nehme ich Zorro noch mit. Und Attacke! Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr die letzte Episode verpasst habt, dann klickt doch oben auf die Schaltfläche, dann werdet ihr dort weitergeleitet. Und bei Next Episode, da werdet ihr natürlich auf der nächsten Folge gleich weitergeleitet, sobald die hochgeladen ist. Am besten gleich keines meiner Videos verpassen und abonniert meinen Channel. Es ist selbstverständlich gratis. Somit verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns wieder. Bis dann, ciao!